So, also, wir sind in Dortmund bei Marco in der Werkstatt, was ist das hier? Ja, Verkaufsraum mehr oder weniger auch, ne? Nein, das ist eine Werkstatt. Das sind so die Abstellplätze für Autos, die liegen im Regen stehen. Ich wollte gerade nicht in der Sonne stehen, okay. Nicht im Regen stehen sollen. Also, Marco hat ein neues Projekt für die vierte Meile. Er hat gesagt, hier 1000 PS und alles ist gut und schön, aber ich will mal wieder was haben, wo er so richtig drauf rumhacken kann, rumreißen kann und auch was bezahlbar ist, wenn es kaputt geht. Ja, was billig ist und was man so für einen kleinen Euro hoffentlich ein bisschen zügig kriegt. So, und da wir alle der Umwelt zuliebe an CO2 denken, wollen wir mit wenig CO2, deswegen Diesel, ne? Ja, du möchtest Partikel haben. Ich will nur Partikel. So, und da hat er sich einen 1.9 TDI geholt, hat hier schon Auspuffanlage und so geschweißt und wir haben jetzt ein bisschen hier mit der Software rumgespielt. Da zeigt er euch gleich selber was. Ihr dürft auch mal mitfahren. Das ist jetzt eigentlich mehr oder weniger die Einleitung dazu. Der Markus ist nämlich auf die Idee gekommen, wo ich schon mal hier bin. Der hat noch den einen oder anderen Diesel hier stehen, der über Leistungsmangel. Ja, das fiel mir erstmal auf, wo du jetzt hier warst. Ich denke, 1.9 TDI, Moment. Mein Mitarbeiter fährt mal 1.9 TDI. Im Opel, der andere, wir haben noch einen Praktik, 1.4er TDI, wir haben noch einen Renault Traffic, 1.9er DCI. Ja, ich sehe schon, du wirst mit dem Tim jetzt ein bisschen Probe fahren und auch mal ein bisschen erklären, was ihr da macht an dem Projekt. Vielleicht fahren der Tim und ich dann, du willst ja Meile fahren, damit auch mal auf den ein oder anderen Meilerennen mal mit, dann können wir da mal ein bisschen Videos machen. Mich interessiert dieser Buggy hier, aber ich würde sagen, den gucken wir uns ganz zum Ende an. Okay. Ich gehe arbeiten, ihr macht das Vergnügen. Und ja, dann schauen wir mal. Software haben wir schon gemacht gerade. Es gibt ein paar kleine Sachen, wo er noch ran muss. Aber das erzählt er euch. Ja, Leute, so wie Kai euch schon gesagt hat, habe ich für die Meile oder haben wir kurzfristig bei uns in der Firma überlegt, wir brauchen was. Wir haben in genau 5 Tagen beginnt Brilon, also unser letztes Viertelmeile-Event für dieses Jahr. Mein Coupé läuft, aber da weiß man ja nie, wie lange es läuft oder wie lange der Antrieb hält. Es wird mit Slicks gefahren und kurzerhand haben wir gesagt, ich wollte was für meinen Mitarbeiter haben und dass der mal in den Turbosektor reinschnuppert. Und für einen kleinen Euro im Moment zu schießen, sind ja bedingt durch unsere Umweltgeschichte die Dieselmodelle. Und kurzerhand haben wir uns mal, wo wir gerade drin sitzen, einen 1.9er TDI, Seat Ibiza gekauft, Basis 131 PS. Ja, was soll ich groß zu sagen? Das Auto haben wir dann jetzt natürlich erst seit 3 Tagen. Haben also nicht viel Zeit, innerhalb einer Woche was zu bauen. Kurzerhand haben wir am letzte Woche Freitag oder Donnerstag habe ich eine Nachtschicht eingelegt, weil ich noch einen 3 Zoll Schalldämpfer hatte und auch 3 Zoll Auspuffrohre noch da hatte. Obwohl der Daniel von Deka Turbotechnik mir natürlich da auch materialtechnisch weitergeholfen hat und ich auch mal meine Schweißgerät testen wollte, haben wir erstmal Donnerstag auf schnell über Nacht habe ich dann die Ausfahrlage gebaut in 3 Zoll. Und jetzt am Sonntag haben wir von der Ladermanufaktur einen Lader gekriegt, den wir auch dann schon verbaut haben. Und gleichzeitig in dem Abendzug haben wir, wie man das gleich dorthin zeigt, den Wagen etwas leer geräumt. Also ist nicht viel drin hier. Noch sind 2 schwere Originalsitze drin mit Airbags. Die werden wir gucken, ob wir die jetzt diese Woche auch noch rauskriegen, dass man zwar ein paar leichte Sitze holt. Und der Kai hat gerade den ersten Softwarestand aufgespielt. Das Auto ist Serie bis jetzt die ganze Zeit gefahren. Wir hatten schon Probefahrten mit dem Lader gemacht und hatten 0-100 Werte von beginnend. Serie war das Auto mit 9,6, glaube ich, oder 9,3 hat er dann mal geschafft. Und wir sind gerade schon mit einem guten Softwarestand jetzt gerade mal, ich glaube, eine 6,9 gefahren. Also das ist schon mal nicht schlecht mit 2 Mann. Immer noch die schweren Sitze hier drin, aber ich muss mal gucken, dass ich den Kai gleich mal noch mal ein bisschen zur Hand nehme, weil Ladedruck habe ich gehört, 1,9 bar, ich glaube, das ist noch nichts, Tim. Wir müssen, irgendwie muss da eine 2 vorne stehen. Der Ladeluftkühler muss kaputt zerstört werden. Genau, das ist ein Kunststoff-Ladeluftkühler und ja. Ansaugluft hatten wir gerade auch vom Gut und Böse, also wirklich absolut zu hoch, aber eigentlich muss ich die 2 bar mal sehen, hilft alles nichts. Also 2, 2,1 muss da schon mal kommen, aber Einspritzung ist am Ende. Wenn wir jetzt halt noch mehr Leistung wollen, müssen wir halt Injektoren umbauen. Aber wir testen jetzt einfach mal. Wir sind jetzt mal auf dem Weg zu einer abgesperrten Teststrecke. Die kennt hier in Dortmund fast jeder. Und dann wollen wir mal gucken, was wir mit dem Tim am Beifahrersitz, was wir so 0-100 hinkriegen und vielleicht mal ein paar mal andere Werte, glaube ich, hier in Dortmund in der Innenstadt gerade tagsüber schwierig zu fahren. Aber wieder, das Auto soll ja halt auch nur dienen aus dem schnellen, stehenden Start. Mal eine lustige Zeit zu fahren. Ja, und so wie Kai ja schon erwähnt hat, wenn er gerade mal hier ist, den Kai haben wir jetzt bei mir am Schreibtisch sitzen lassen, der kann erstmal unsere ganzen Firmenwagenbestand alles mal Leistungssteigerung machen.
Irgendwie kann es ja nicht sein, dass man am Seriendiesel fährt und der wenig Partikel ausstößt. Ja, Tim, ich würde sagen, jetzt sind wir gleich da, dann drehen wir gleich mal die Kamera auf die Performance-Box und dann wollen wir mal gucken, was der Kleine hier so macht. Ersten Fahrversuch haben wir gemacht. Ich glaube, mit zwei Mann war es 20 Grad, 6-4, ja, zweimal sogar gleich. Ja, genau. Und ich finde, das lässt sich schon mal sehen. Wollen wir mal gucken, ob wir den Kai gleich noch mal bestechen können, ein bisschen mehr Boost zu machen. Weil, aber so richtig räuchern tut er auch nicht. Also, wir sind natürlich jetzt schon voll am Ende mit unserer Einspritzung. Also, mehr geben die Einspritzdüsen nicht her. Dadurch, dass der Lader natürlich so groß ist, haben wir natürlich relativ viel Luftüberschuss und somit haben wir keine starke Räucherei. Geht natürlich nicht, als ob jetzt ein DPF drin ist, aber ich glaube, von außen hält sich das in Grenzen. Tim hat es, glaube ich, gerade gefilmt. Ich selbst habe es von außen noch nie gesehen. Dadurch, dass der Flo da natürlich einen riesen Lader gebaut hat, haben wir natürlich jetzt einen mega Luftüberschuss. Und wenn wir da jetzt noch mehr Luft reinschießen, wird das aber unsere Leistung nicht mehr steigern. Also wir würden vielleicht das Drehmoment noch ein bisschen nach oben bekommen, aber die Leistung würde nichts mehr bringen, weil wir halt mit unserer die Originalinjektoren absolut am Ende sind. Und da ich in dieses Segment selber noch ein bisschen reinschnupper, sage ich mal, das ist halt kein Fünfzylinder und wir wollen mal gucken, vielleicht mal ein paar andere Düsen, aber das kriegen wir natürlich jetzt nicht hin bis in 2-3 Tagen. Die Kupplung scheint auch schon nicht mehr so die geilste zu sein, also die hat da auch nicht stark Bock drauf. Wir werden jetzt noch ein bisschen am Gewicht optimieren bis zum Wochenende, dass wir vielleicht hier nochmal die Pro-Sitz, der hier drin ist mit dem Airbag, wiegt, ich glaube 27 Kilo oder was habe ich gesehen. Also von daher können wir noch ein bisschen am Gewicht rauszaubern. Vielleicht kriegen wir noch 50, 60 Kilo hier raus. Und dann haben wir damit auf jeden Fall schon mal ein bisschen Spaß. Und dann wollen wir mal gucken, was nach dem Viertelmeile-Wochenende ist. Ob wir da noch mal Spaß dran haben. Das Auto ist jetzt mittlerweile noch so gebaut, dass es auf jeden Fall auch noch auf der Straße fahren kann. Also Licht, Bremse, Verglasung ist komplett drin. Lüftung, selbst die Klimaanlage, Tim, geht noch. Wenn wir jetzt mit Klimaanlage fahren, würde das auch gehen. Also von daher ist es halt noch ein Ibiza oder noch ein TDI. Ich persönlich, für mich ist die Herausforderung oder der Bockfaktor, viele sagen ja immer, Mensch, du hast ein Auto mit 1000 PS und warum will er da einen Diesel fahren mit knapp vielleicht 200 PS? Aber für mich macht das mir die Klasse des Normalen, finde ich einfach viel angenehmer als jetzt diese durchgeheizten oder 1000 PS Monster, was auf der Straße zwar fahrbar ist, aber mir macht das einfach Bock. Ich habe da richtig Bock drauf, deswegen sage ich ja, wenn wir jetzt gleich wiederkommen, hoffe ich, dass er unseren Skoda Praktik gemacht hat. Dreizylinder, Diesel, 1,4 Liter, 68 PS. Da wird der Tim sich dann hinten dann hinter dem Gitter gleich verstecken und uns filmen können, wo er gerade mich böse anguckt. Aber an sich läuft das Ding hier schon gut. Kai sagt, Einspritzung ist voll auf, 97%. Und wenn wir jetzt mal reintreten, das geht schon vorwärts, denke ich. Mein Gesicht hat bestimmt auch Kirmes gemacht, dem Lacht. Ja, typische Zunge wieder kurz raus. War sie draußen? Die Zunge kam kurz raus. War sie draußen? Ja. Ich kann das nicht kontrollieren. So ein Mist. Aber hat Spaß, oder? Macht Spaß, das Ding. Ja. Also auch, glaube ich, als Beifahrer, viele haben gesagt, kommt da Sound beim Diesel? Also man hört schon, dass so ein bisschen Sound hier anders ist wie beim normalen TDI. Das Einzige, was halt hier nicht toll klingt, ist das Ding im Leerlauf oder so im normalen Bereich, wie wir jetzt fahren. Das klingt so ein bisschen nach Klospülung, finde ich immer. So ein leicht rauschendes Geräusch. Man hört halt den Lader sehr, sehr genau. Und was wir hier drauf gemacht haben, wir sind natürlich jetzt zwecks der Traktion ein paar Toyo 888 drauf. Die machen natürlich auch fürchterliche Abrollgeräusche. Also ist nicht gerade der leiseste Reifen, aber im Semislick oder straßenzugelassenen Reifen ist das meiner Meinung nach der beste Reifen. Ja, und dann wollen wir jetzt mal an die anderen Autos gehen, denke ich.
Marco und der Tim waren ja gerade mit euch unterwegs. Ich weiß nicht, was die Jungs gemacht haben, ob das überhaupt wieder, ich wollte jetzt schon sagen, jugendfrei ist oder verkehrsordnungsmäßig und so überhaupt in Ordnung geht. Aber ist auch jetzt egal, das geht auf der beiden Kappe. Wir fahren ja jetzt wieder zur abgesperrten Teststrecke. Ach so, ja. Das ist dann hast du den ganzen Tag gemietet? Ja, den ganzen Tag. Perfekt. Sind aber super. Ab und zu auch mal zwei, drei Leute, die das auch gemietet haben, und dann mal durchs Bild fahren. Mietgemeinschaft. Das ist so eine Mietgemeinschaft. Also wir haben Sicherheitsposten vorne hinten stehen, also das testen mehrere. Also die Dortmunder nutzen das relativ oft da? Das ist eine oft genutzte Teststrecke. Okay, wunderbar. Geradeaus, wenig Baum, also bis man Baum trifft, passiert schon was. So, also was haben wir hier, Marco? 1,4er TDI, 3 Zylinder, Serie 69 PS. Skoda Praktik. Praktik. Und den Tim haben wir hinten in dem gefährlichen Raum auch mal eingesperrt. Ich muss langsam fahren, hat er gesagt, weil er auf dem Angelstuhl nicht so gut sitzt. Also er hat wenig Seitenhalt und ich habe gehört, irgendeine Lampe stört da hinten. Ja, die über dem Kopf. Boah, die Laderaumbeleuchtung. Ja, also wir fahren jetzt Serie. Wir haben uns gerade entschieden für 60, 120. Ja, und generell, ich finde, ich habe gerade schon mal gesagt, ich habe mir voll den Faible auf Diesel. Ich habe da richtig Bock drauf. Keiner will mehr Diesel haben, weil die halt Partikel raushauen und Euro 5 und was nicht alles. Ja, aber ich muss dazu sagen, der Praktik ist schon müde. So Anfahrschwäche, also ich weiß nicht, wer von euch noch einen Dreizylinder 1,4er Motor fährt. Ich bin echt gleich gespannt, was der Kai uns hier rauszaubert. Aber Anfahrschwäche fällt mir bewusst bei dem Auto auf. Also der Motor tut sich schwer beim Anfahren. Ja, und von der Leistung werdet ihr gleich sehen. Wir haben, wie gesagt, beschlossen, 60-120 zu messen. Ich denke, das wird eine Weile dauern. Ich hoffe, dass die Teststrecke, die ist knapp 4 Kilometer lang genug ist, um die Werte überhaupt zu erreichen. Ja, dann schauen wir mal. So, Jungs, seid ihr fertig? Ja. Also wir starten aus 50 im dritten Gang. So, jetzt haben wir die 60 erreicht. 70, 80, 90. Und die Schaltung war, da kommt nämlich schon nichts mehr. Schaltvorgang war zügig, habe ich gesehen. Jetzt haben wir die 100 erreicht. 110. Ich hoffe, wir schaffen die 120. Ja, schaffst du. Reicht. 120, ja, aber ganz lässig. 20,1 Sekunden. Aus 100 stehender Start. Dann kannst du ja besser laufen. Aber du hast die Anfahrschwäche gemerkt, ne? Wir können uns ja übrigens in Ruhe mal unterhalten. Komm, ich muss schalten. Ich muss bis 103 viert im vierten Gang. Und wir haben es in 16,9 Sekunden geschafft. Leck mir am Arsch. Was für eine Maschine. Wie war die Zeit? 16,9 Sekunden. 0 auf 100. Auf geht die Fahrt. Junge. Bleib drin. Jetzt kannst du schalten. Ja. 14,1. 2 Sekunden und 100. Schlechter Start, wir haben ihn vermasselt, weil er gedreht hat. Das wäre Serie nicht gegangen. Nee, Serie wollte er nicht mehr durchdrehen. So, dritter Gang, 50 gestartet. Prost. Ja, er speichert trotzdem, oder? Er hat gespeichert. 15,4. Ja. Ansaugluft. 51, 52 Grad maximal. Also haben wir mit dem Ladeluftkühler hier noch keine Probleme. Ja, nicht so wie bei deinem anderen Auto. Stehender Start, weniger Drehzahl. War nicht gerade auch schon 14,1? Nee, 16,1. Nee, 16,1 original, gerade war 14,1. Bist genau wieder nur 100 wie gerade gefahren. Das ist ja. Maschine, du schaltest hier 10 Mal und immer gleich. So, du gehst jetzt noch den anderen Autoprobe fahren und ich gehe mal an deinen Transporter jetzt noch ran in der Zeit und dann gehen wir was essen, weil so ein Burger aus Dortmund hätte ich jetzt mal Lust drauf. Ja, auf jeden Fall. Tim, du auch, ne? Ja, Burger geht immer. Gut, dann können wir hier abbrechen. Jetzt haben wir den alles abgearbeitet.
dein 1,9er hier, da macht er erstmal eine Kupplung und mal Lahrluftkühler, bevor wir da noch mehr Druck drauf geben. Dann kommt er mal zu uns, dann messen wir nämlich auch mal, was das an Dampf ist, weil der merkt ja nichts. Der kann nur Zeiten messen. Das funktioniert. Aber jetzt mein Highlight für heute. Da habe ich mich wirklich drauf gefreut, deswegen bin ich eigentlich auch gekommen. Nur deswegen. Ah, verstehe. Dieses Auto, der hat ja Ideen und ist so richtig schön bekloppt. Ist genau mein Geschmack. Farblich kenne ich das Spielchen ja so ein bisschen, aber das passt halt zu 80er, 90er Miami-Weiß-Style. Der müsste jetzt so eine schöne weiße Hose, könnte sich eigentlich anziehen, so ein Hemdchen. Entweder größer oder kleiner. Aber es macht auch Spaß damit zu fahren. Ne? Das ist halt kein normales Auto und ich möchte gleich mit dir eine Runde fahren mit dem Ding. Das sollten wir machen können. Ich muss dir mal dazu sagen, ich habe die Folierung, also ich hatte die Farben, hatte ich ja im Kopf. Ich wusste ja, ich will Retro-Farben und Knall-Krall. Also wirklich, dass jeder denkt, boah, was ist mit ihm? Ich habe zum Folierer gesagt, ich sage, pass auf, stell dir vor, wir wären in den 80ern, ich wäre ein schlanker, süßer Surferboy, braun gebrannt, ich wäre in Hawaii und ich will die dicke Hose am Strand machen. Dafür muss ich Farben haben und ein Design. Hat er gut umgesetzt. Problem, was er noch nicht umsetzen konnte, ist meine Surferfigur, meine Bräune nicht und ja auch die 80er Jahre nicht. Wir sind leider im Jahr 2017. Ja, aber es ist witzig. Also ich kann mir vorstellen, wenn wir gleich damit jetzt hier durch Dortmund fahren, dass... Die Leute gucken. Genau. Aber der Einzige, das ist zwar lustig, macht Spaß, aber ich will nochmal darauf zurückkommen. Wir haben ja heute wirklich viel gemacht. Eigentlich geht nichts mehr ohne Turbo. Ich finde, ich muss das wieder sagen, auch wenn so viele das diese ganzen Saugerfahrer schreiben mich ja dann auch an und sagen, Mensch, diese Abzieherei, diese Ansaugerei. Also Turbo-Tuning ist ja schon mal einfacher als damals dieses Saugertuning. Saugertuning, Nockenwelle, Kopfbearbeitung, ein paar Vergaser, Drosselklappen gibt es ja auch. Aber wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, um 15 PS zu erreichen? Exakt. Und was ich heute mit 0,1 Bar bin ich bei 15 bis 20 PS, grob gerechnet, und schon sind wir dabei. Und das ist das einzige Auto, wo wir natürlich kein Turbo haben. Noch nicht, oder? Nee, das bleibt original. Das Ding hat schon H-Kennzeichen. Okay. Natürlich jemand was ist das für ein Baujahr? Das ist ein 84er. Erzähl mal bitte was dazu. Wo kommen die Dinger her? Wie wird überhaupt so was gebaut? Das ist ja irgendwie käfermäßig, oder? Genau, das ist ja ein VW-Buggy. VW-Buggy hat damals, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, bevor die Leute mich lynchen. Ich glaube, es gab vier Hersteller, die das gemacht haben. Es gab einen Apal-Buggy, es gab, so wie dieser hier, ist ein Siegel-Buggy und dann gab es, glaube ich, noch zwei Hersteller. Komme nicht auf die Namen. Auf jeden Fall gab es wirklich verschiedene Hersteller, die das damals in den 80er oder Anfang der 70er dann schon oder Ende der 70er umgebaut haben. Grundplattform ist immer ein VW Käfer, also das Chassis, und die bauen quasi ihr GFK da drauf. Okay. Und da gab es viele Versionen. Also das ist so das Einzige, was ich zu dem Auto so sagen kann, was es zu dieser Zeit damals gab. Und auch Käfermotor und so dann natürlich. Käfermotor ist drin. Ich hatte schon mal einen Buggy, das ist schon 10 Jahre her. Der hatte 80 PS, das hat natürlich richtig Laune gemacht. Hier haben wir 44 PS, das ist natürlich jetzt nicht müde, was du vom Hocker haut, aber du wirst gleich merken, du wirst bei 70, 80 mir sagen, Marco, reicht. Da bin ich von überzeugt, dass ich wieder sage, reicht. Aber es ganz ist schlechter Beifahrer bin ich, ganz schlecht. Aber du wirst Spaß haben gleich. Aber wir fahren gleich, jetzt gehen wir gleich erstmal was essen. Wie immer. Ja. Ich glaube, du hast Kundschaft. Ja, ich weiß, Bernd. Also, wir gehen jetzt was essen, hier in Dortmund. Bei der JP Performance werden wir da, wie heißt der Burgerladen? Big Boost Burger, wie heißt das? Big Boost Burger. Big Boost Burger, hat der Marco mir gesagt, schmeckt wohl sehr gut. Und da gehen wir jetzt gleich mal was essen. Ich habe auch Hunger, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Ja, aber schon seit 2 Stunden. Ja, aber du bist hier dran, kommst zu Marco. Marco ist immer irgendwas zu tun. Ne? Machen wir hier, machen wir da, lass uns da noch und hier noch und da können wir hier nicht. Und so ist das halt immer. Und da kommst du gar nicht zum Essen. Haben aber viel geschafft. Und Gott sei Dank, dadurch, dass wir die Driftbox dabei hatten, hat der Marco nichts zu meckern, weil der merkt nichts. Wirklich, Leute, wenn du dem 100 PS mehr machst, dann sagt er, fährt immer noch nicht. Das ist wirklich ein Problem bei Marco. Und deswegen musst du mit dem entweder das Auto am Prüfstand machen oder mit einer Driftbox, weil sonst erzählt er dir hinterher, der ist langsamer, wie er vorher gefahren ist. Aber ist egal. Macht ja trotzdem Spaß, passt alles. So, ja, bis gleich.
Buggyfahrt war ja richtig geil, Marco, ohne Scheiß. Ich kann nicht verstehen, dass du da Spaß mit dem Ding hast. Wie alt? 40 Jahre, sagst du was? 37 Jahre alt, ja. Also schon krass mit dem Buggy. Und geiles Feeling, wenn du durch die Stadt fährst, alle gucken. Und du meinst, du sitzt auf der Straße, ist eigentlich wie Fahrradfahren, wo du, es ist windig und so weiter. Total geil, ja, jetzt haben wir hier einen Burger gegessen. Der Marco war ja schon öfter hier. Ja. Gehört ja fast zu meinem Mittagstisch hier. Ja. Aber ich kann immer nur sagen, egal welchen Burger ich esse, super. Großes Lob an Jean-Pierre, seine Küche. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt natürlich Ausblick auf einen 5-Zylinder immer gut. Ja, jetzt ein bisschen entspannen. Gibt es eigentlich Kaffee? Ich glaube, du kriegst ja auch Kaffee. Wenn wir einen Kaffee trinken. Also Not trinken und gleich wieder einen Kaffee. Wir müssen ja wieder zurück. Genau, wir müssen ja zurück, Klamotten packen. Marco, sind wir raus. Das war's für heute. Am Seat machen wir eh die Tage weiter. Dann sehen die Leute ich wieder. Ich bin auf jeden Fall wieder die Tage. Ich muss mehr Booster. Mehr Boost.